R-E-W-I-N-S-I-D-E. Meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Was war das gerade? Was war das gerade für eine unangenehme Begrüßung? Warum bin ich so ein unangenehmer Mensch? Unangenehm ist genau das Stichwort, meine Freunde, denn ihr seid wieder auf dem unangenehmsten YouTube-Kanal überhaupt angekommen. Und ich dachte mir, wieso sind wir nicht heute mal gemeinsam unangenehm und schauen uns eine kleine Try-Not-To-Cringe-Compilation an, meine Freunde. Ich bin jemand, der sich extrem für andere Menschen fremdschämt und das Cringen quasi bis ans Maximum treibt. Es gibt wirklich Momente, kein Witz, wenn ich Leute im Restaurant streiten sehe, dann gehen in meinem Kopf zwei Gedanken rum. A, wie verlässt du am besten dieses Restaurant am schnellsten, könntest du eventuell am ehesten das Leben nehmen? Oder B, gehst du darüber und haust diesen beiden Personen einfach eine rein, weil es sich nicht gehört, im Restaurant zu streiten? Beides sehr unangenehme Situationen, allerdings nichts im Vergleich zu dieser Situation, meine Freunde, oder den Situationen, die jetzt hier im Video gezeigt werden. Ich habe nämlich eine School Talentau Cringe Compilation gefunden und scheinbar ist das aus amerikanischen und englischen Schulen zusammengetragen von Schülern, die auf der Bühne zeigen, was sie so können oder was sie halt nicht können in dem Fall. Und ich glaube, das wird extrem unangenehm, denn ich bin ein großer Fan dieser Videos. Muss aber einfach dazu sagen, Leute, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich danach das Leben nehmen möchte, sich die Augen rauskratzt oder wahrscheinlich den Gehörsinn verlieren möchte, relativ groß ist. Deshalb gibt es hier schon mal eine fette Triggerwarnung. Deshalb seid auf jeden Fall darauf vorbereitet, Leute. Es ist Januar, Leute, als ob ich mir der Mühe gebe für mein Geld, oder? Fangen wir direkt an. Woo! Ja, da geht's schon los. Irgendein Mensch schreit in der Crowd rum oder einer von denen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall klang das stark nach einer geistigen Einschränkung. Machen wir einfach mal weiter und schauen, was diese netten vier Jungs da auf die Bühne zaubern. Klar, erstmal sich zunicken. Man kennt das. Ja, das Schlagzeug, ich weiß nicht, das soll ja eigentlich den Beat angeben. Scheint da ein bisschen off zu sein. Die Gitarre, ach, einfach mal weiterschauen. Kann ja vielleicht noch besser werden, wer weiß das, ja? Ich meine, es ist für die Außenstehenden vielleicht unangenehm, aber überlegt euch mal, wie unangenehm das ist für die Jungs, auf dieser Bühne zu stehen, diese scheiß Performance abliefern zu müssen. Das ist ätzend. Ja, passiert da noch, also Keyboard kommt jetzt auch. Sein Blick, schaut euch diesen Blick an. Sein komplettes Leben, er hat eine Taste gedrückt, schaut mal, warte. Wir gehen mal ganz kurz ein paar Frames zurück, Leute, und jetzt ganz genau da. Da seht ihr jetzt, wie das Leben an ihm vorbeizieht. Ihr seht es ganz genau und nein, er versucht es mit der Hand festzuhalten. Oh mein Gott, ich mal ganz kurz gucken, wie er diesen einen Ton gespielt hat. Oh Gott, vielleicht ist es auch besser, dass das passiert ist. Ich meine, letztendlich, deine Stimme klang echt scheiße und der Akkord, den du da angespielt hast, naja, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Oh fuck, ist das unangenehm. Oh nein, wie geht's jetzt weiter? Gehen die jetzt einfach? Oder die heben das doch jetzt während der Bühnenshow auf und machen einfach weiter? Oh Gott, dieser verzögerte Applaus, ist das unangenehm. Ah! Oh mein Gott, haha, noch ein unangenehmer Witz. Ja, das ist das erste Rock'n'Roll Keyboard, was kaputt gemacht worden ist auf einer Bühne. Ich bin so lustig. Ich rette die Situation mit einem Witz. Damit habt ihr nicht gerechnet. Macht's einfach noch unangenehmer. Krank. Okay, kommen wir zum nächsten Kandidaten. Schauen wir, was er so drauf hat. Ja, keine Ahnung, welche Gebärdensprache da gerade gesprochen wird, aber scheinbar versucht er sich mitzuteilen mit deinen Menschen drumherum. Ich frag mich das ja wirklich, gibt es da keinen elterlichen Teil oder einen Lehrer, der sagt, du, bevor du es auf die Bühne gehst und die ganze Schule dich danach hasst, deine Eltern umziehen wollen und du dir eventuell das Leben nimmst, mach's doch einfach nicht, weil du kannst nicht singen. Mach's doch einfach nicht. Gibt es da nicht diese eine Instanzperson, die genügend Eier in der Hose haben müsste, zu sagen, Digga, wenn du auf die Bühne gehst, ist dein Leben danach ruiniert und es landet im Internet und dann schaut sich das ein Affe an, so wie ich, und verdient damit sein Geld im Januar. Ja! Ja, krank unangenehm. Vor allem, dass die Leute halt noch klatschen. Das ist, bestärkt die wahrscheinlich darin. Wahrscheinlich hat er jetzt 3, 4 EPs rausgebracht und wahrscheinlich mache ich mich gerade über Bruno Mars lustig. Wer weiß das schon. Oh ja, Mann. Da sitzt wenigstens der Beat halbwegs. Okay. Schlagzeuger kann auf jeden Fall was. Ja, ja. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was?
Was? Oh mein Gott, was? 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 Digga, das ist nicht Rock am Ring, wo du spielst. Das ist deine Schulaula. Du kannst doch nicht einfach deine Kampf... Oh! Oh Gott! What? Krasses Metal-Kind auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall eine blühende Zukunft vor sich. Ah, und er tritt nochmal drauf. Ja, Mann, ihr fühlt es. Krank, unangenehme Situation. Ich weiß ja nicht, Bruder, ob du... Also, das hättest du dir eigentlich sparen können. Okay, was haben wir hier? Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte kein Minecraft, bitte. Das ist das Unangenehmste auf der Welt, dieses Spiel. Und die Leute, die das spielen und damit ihr Leben. Ich halt mein Maul. Oh nein, oh nein, oh Gott, oh. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Oh fuck. Oh mein Gott, ich zitter wirklich. Oh Gott. Oh. Oh nein, der Creeper kommt! Schnell, schießt die Creeper tot! Oh mein Gott. Das Problem ist halt, Leute, Kinder finden sowas ja süß. Die machen das hier einfach, weil sie denken, hey, das ist cool. Und ich finde das ja auch echt putzig, dass sie sowas trauen auf der Bühne. Klar, sie sind maskiert. Letztendlich weiß man nicht, wer da drunter steckt. Außer vielleicht bei dem Jungen, weil der hat halt ein Bäuchlein und das könnte man eventuell... Aber ist ja auch egal, aber da muss doch irgendwer von den Eltern sagen... Naja, naja, wahrscheinlich werde ich niemals Kinder bekommen. Hoffentlich. Oh... Beide Creeper sind K.O. Nein. Oh nein. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Boah, Leute. Ohne Witz. Ich kann mir das nicht angucken. Ich drücke gerade auf dieser externen Festplatte hier rum. Ich habe Angst, die kaputt zu machen. Ich muss diesen Schmerz irgendwie kompensieren. Ich muss irgendwie den anders abbauen. Ich brauche ein Seil und einen Stuhl. Ich will mich von der Decke hängen, wenn ich sowas gucke. Auf der anderen Seite, es sind halt einfach Kinder. Man kann halt Kinder nicht vorwerfen, dass das kacke ist, weil sie haben da Arbeit reingesteckt und das ist echt süß. Oh Mann, ich bin voll komplett hin und her gerissen. Lass uns das einfach skippen, bitte. Ich will mir das nicht weiter angucken. Okay, was haben wir hier? Alles klar, ein Typ in einem Frauenkostüm. Das ist nichts Besonderes, das kennt man. Okay, ein paar coole Moves auf der Bühne. Unangenehm ist es ja, wenn man da vorne steht und derjenige hinten, der die Technik macht, weder das Licht oder die Musik bedient und einfach gerade kacken ist. Und man steht auf der Bühne und hat halt keine Mucke zum Performen. Das ist ja noch unangenehmer als die eigentliche Performance an sich. Ein paar Sekunden später. 12 Sekunden später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Jetzt muss er hinten in die Regie gehen und gucken, dass seine Mucke gespielt wird. Ist das peinlich, Alter. Oh. Und vorne prügeln sich kleine Kinder. Jetzt wird sein iPhone angesteckt. Okay, jetzt geht's los. Ob man jetzt mit dem Kind zum Psychologen gehen sollte, das ist ja letztendlich immer den Erziehungsberechtigten. Also, aber weiß ja nicht, wenn mein Kind auf die Bühne geht und vielleicht einfach nur mal abchecken. Boah, ich zitter einfach gerade. Mir läuft es echt kalt den Rücken runter, Leute. Ich bin so anfällig für Cringe, ohne Witz. Kann ich das irgendwie skippen? Ich würde gerne das nächste gucken. Das ist mir tatsächlich zu unangenehm. Ich weiß nicht. Ja. Ja, gut. Am Ende erzähle ich dann einfach mal, was ich während meiner Schulzeit für peinliche Aufführungen gehabt habe, weil ich glaube, das übertrifft einfach alles, was ihr hier sehen könnt. Ah, schön, ein Chor. Gut, paar schiefe Töne sind jetzt dabei. Passiert. Lass die doch vielleicht einfach nicht alleine singen, sondern die anderen einfach mitmachen. Ach, das ist sowas wie ein Abschlussball. Die sitzen alle auf der Bühne und sollen eine schöne Zeit haben, ne? Ja, keine Ahnung. Hätte man auch einfach einen MP3-Player anschließen können zu der Zeit. Ich meine, das muss ja damals tatsächlich möglich gewesen sein. Einfach vielleicht, was war damals cool, Lil Wayne, 50 Cent in der Club zu spielen und alle haben eine gute Zeit. Aber immer dieser Drang von Lehrern zu sagen, ah,
Jetzt müssen unsere Schüler aber was vorführen, hä? Es wäre doch schön, wenn unsere Schüler auf die Bühne gehen und kreativ mal zeigen, was sie so können, hä? Weil wir sind ja eine kreative Schule und da müssen natürlich die Schüler hingehen und auch mal zeigen, was sie so können. Und dann sind die Eltern da zu Hause, ah, klar, mein Sohn, der kann ja super Schlagzeug spielen. Ja, und meine Tochter kann ja ganz toll singen. Und dann stehen Kinder auf der Bühne, die wahrscheinlich gar keinen Bock darauf haben. So ist das tatsächlich auch damals mir passiert, Leute. Ich möchte nur ganz kurz zu diesem schrecklichen Moment zurückkehren und dann will ich mein Leben einfach weiterleben und wir vergessen einfach, dass ich das erwähnt habe. Ich habe mal in der 6. Klasse als Schnappi das Krokodil auf der Bühne zu Karneval getanzt. Halt deine Fresse, Thomas! Ja, so viel zum Cringe. Glücklicherweise gibt es davon keine Aufnahmen. Falls sie jemand hat, bitte nicht leaken, ich zahle dafür Geld. Danke und das war's von diesem schönen Video. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sollte ich das... Hätte ich das nicht erwähnen sollen. Ach, was soll's. Man muss zu seiner Vergangenheit stehen. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.